So Leute, es ist soweit. Ich habe mir gedacht, ich mache für das Ende nochmal ein einzelnes Video. Na, wir laufen einfach mal weg. Denn das hier ist jetzt nun wirklich. Das ist das Ende. Wir haben Funfrock besiegt. Sein Regime ist zerstört. Also zumindest sind alle seine Fabriken und Festungen kaputt. Und jetzt bleibt uns nur noch eines übrig. Ja. Also gehen wir hinein. In das Innere von Twin Sun. Und ich steuere nicht, das geht ganz von alleine jetzt wieder. Ich lehne mich nur noch zurück. Höre mir die schöne Musik an. Sehe mir die letzte Sequenz an. So sieht es im Inneren des Planeten aus. Oh ja. Und da sind sie, die Sendels. Oh, was? Die schubsen uns runter. Aber egal, das macht nichts. Oh ja. Ein sehr schönes Spiel ist das auf jeden Fall. Und da ist eine Sendel. So sehen sie wirklich aus. Jetzt sehen wir sie endlich mal. Jetzt kehre zur Oberfläche zurück. Du bist imstande, die letzten Spuren zu beseitigen, die er dort hinterlassen hat. Oh ja. Also, wir haben wirklich im wahrsten Sinn des Wortes den gesamten Planeten gerettet. Ich bin da stolz auf mich. Ich habe LDR durchgespielt. Hui, fliegen nach oben. Aus dem Brunnen von Sendel heraus, der so viel cooler aussieht als im Spiel. Aber auch gut. So sollte er wohl sein. Aber im Spiel konnten wir das natürlich nicht so gut umsetzen. Und wir fliegen wie zwei Kometen über das Ganze. Hier ist der übrigens der Bildschirm aus dem Titelmenü. Jetzt sieht er Delleninsel mit der Fähre. Und alle wissen natürlich schon, dass wir Funfrock besiegt haben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit in dem Inneren von Twin Sun vergangen ist. Und sie haben ein Fest für uns vorbereitet. Ja. Alle sind am Feiern. Es ist schön. Und der. Nein, trinkt nicht aus, Twinsen. Der trinkt immer aus der Flasche. Da. Siehst du's? Hast du's gesehen, Twinsen? Schon wieder. Boah. Ja, und. Oh, toll. Der Vertreter, der war auch nur ein einzelnes Bild. Das war kein wirklicher Charakter. Man merkt, dass die, die sich nicht bewegen, das sind eigentlich nur so Hintergrundobjekte, genau wie irgendwelche Lampen oder so. Ah, und ganz Twin Sun ist zusammengekommen. Wirklich von allen Inseln sind sie nach Twin Sun geströmt. Jetzt noch eine kleine Enthüllung hier. Ja. Was zieht das Tuch runter? Eine Statue von mir und Zoe. Sehr schön. Oh ja. Es ist einfach ein wunderbares Spiel. Das ist das Schnellboot auch noch und Liegestühle stehen am Strand. Wir sind keine Barrikaden mehr da. Poster von uns hängen und der Dinofly hat es auch endlich geschafft, hier hinzukommen. Es muss echt ziemlich viel Zeit vergangen sein, während wir da im Inneren von Twin Sun waren. Vielleicht ist die Zeit da ein wenig langsamer vorgegangen. Man weiß es nicht. Deine Bühne und der Typ. Man sieht es jetzt, der Typ mit den Drums, der aus nur drei Kreisen besteht, und der Typ mit der Space Guitar, also mit der Weltraumgitarre, sind auch da, um für uns zu spielen. Oh yeah! Es geht's richtig ab, es wird richtig gefeiert, dass wir den Planeten gerettet haben. So gehört sich das. Das Reynold, oder Rain, heißt er so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Elf. Nee, oder Kobold. Ich glaube, im Englischen heißen sie Elves und im Deutschen sind es Kobolde. Little Big Adventure, nach einer Idee von Frederick Reynal, produziert von Adeline Software Int. Programm: Frederick Reynal, Laurent Simeron, Serge Plagnol und so weiter und so weiter. Mein Französisch ist nicht mehr das Beste und ich weiß nicht genau, wie ich die Namen aussprechen soll, deswegen. Twinsen kann im Spiel leider nicht auf dem Pferd reiten. Nur in den Credits. Auch gut.
Didier Chanfray, ja. Und das ist halt typisch für LBA. Am Ende sieht man nochmal alle Charaktere schön zusammen in den Credits. Ein schönes Spiel. Und im Hintergrund spielt noch die Band. Yay. Genau, Twinsen sagt's schon. Ja. Ich habe irgendwie nicht mehr wirklich was zu erzählen, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich hier nach Little Big Adventure 2 spielen werde, definitiv. Und da ist Joey, der nervige Kobold. Ah! Oh ja, ist er nervig. Ich lauf schneller, Mann. Ist sogar in den Credits nervig. Und die Gegner kommen natürlich auch. Die Soldaten hier. Na, wollt ihr Ärger machen? Was? Cool. Naja, also wie gesagt, Little Big Adventure 2 kommt direkt im Anschluss hieran. Weil, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ansonsten, ich habe ja schon ein paar Titel genannt, die ich dann nach Shantae machen würde, aber ich weiß nicht mal, wie lange Shantae noch dauern wird. Deswegen, ja, wie er abgeht mit seiner Gitarre. Deswegen einfach mal abwarten. Auf jeden Fall, ich freue mich schon darauf, LBA 2 zu spielen. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon darauf, das dann zu sehen. In einer kompletten neuen Geschichte. Oh ja. Hüpf, hüpf, wie er weghüpft. Und ein Mecha-Pinguin, ja. Cool. Qualitätskontrolle, Manuel Wallet. Oh, er ist explodiert, der arme Pinguin. Ah, cool, sogar der Snowboard-Twinsen. Und er hat sogar Handschuhe an, die grünen. Habt ihr das gesehen? Oh ja, deine letzte Sequenz. Hehe. The End. Schön. Das war nochmal so, also die Credits mit den ganzen Leuten und dann am Ende, wie Twinsen die Jalousie zumacht. Das ist irgendwie, es wirkt wie ein richtig schönes Dankeschön von den Entwicklern. Also Dankeschön, dass du mein Spiel gespielt hast. Also dass ihr unser Spiel gespielt habt. Und ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und einfach, ihr seid die Größten. Ihr, die unsere Spiele spielt. Na gut, das war's. Im Hintergrund hört ihr noch das Little Big Adventure Theme, das Main Theme. Und ja, ich bin Superfax. Ich hoffe, mein Let's Play hat euch gefallen. Das Spiel hat euch hoffentlich gefallen. Wie gesagt, der zweite Teil kommt auch noch. Also bleibt dran. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo dalassen, falls ihr meinen Kommentar... falls ihr sowas mögt, wie ich mich verhasple. Nein, wenn ihr meinen Kommentarstil mögt. Und überhaupt, wenn ihr meine Spielauswahl mögt, weil ich... wer nur jetzt dieses Let's Play gesehen hat und die anderen nicht. Ich spiele gerne solche vergessenen Klassiker oder Perlen halt, wie zum Beispiel Little Big Adventure. Und ja, falls ihr noch mehr solcher Perlen entdecken wollt, dann abonniert mich auch und kommentiert, immer kommentieren, das ist gut. Also falls euch irgendwas stört, dann schreibt mir das auch, damit ich mal gucken kann, dass ich das besser mache. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ich bin Superfax und das war Little Big Adventure.